Neben sieben anderen. Der Merlin meinte, ich darf nicht mehr hosten. Was, Alter? Ich glaube, der will ein Battle. Wollt ihr ein Battle sehen? Seid ihr bereit? Okay. Bist du bereit? Ja, dann mach mal. Ich darf hier nicht mehr hosten, sagst du? Du willst hier hosten? Ja. Digga, du bist ja echt ein guter Freund, ne? Aber ey, ich muss ehrlich sein und ich sehe es nicht ein, hier weiter rumzulügen. Junge, beim Hosten lässt du so viele Spuckefäden in die Runde regnen, da wäre über deinem Mic selbst eines dieser fusseligen Schutzbezüge immer noch ungenügend. Digga, setz dich mal bitte lieber wieder hin und vertrau auf deinen Kumpel Lyri und lass mich jetzt mal kurz ran. Man, ihr wisst, dass ich's gut kann. Und wenn ihr ganz lieb fragt, hoste ich sogar deine Fete zur Bar Mitzwa, deine Fete zur Karneval und deinen Kindergeburtstag. Yeah! Alain Mee! Hä? Okay, ja, wenn man es so sieht, kann man sagen, Battle-Rap-Hosten ist fast schon wie Sport. Da ist da so eine dicke Lispel-Backe wie geeignet für die Crowd, indem er mit Lispel-Fäden für eine Abkühlung sorgt. Das hier ist Freestyle gegen Text, egal was auch passiert. Und als hyperaktiver Clown bist du auf meinen nächsten Kindergeburtstag arrangiert. Mach mal der Video! Kein Lärm mehr für die Jungs, Alter. Wollt ihr mir mal erzählen, was das jetzt bedeutet? Junge, wenn ich sage, mach mal Lärm, ist da jedes Mal eine klatschende Meute, die Krach macht, als wäre ich eine tanzende Boyband. Ey, mach mal Lärm für die Jungs. Digga, das ist doch richtig toll. Damit animierst du nicht mal deine Freunde. Denn ich kann dir sagen, zum Hosten braucht man wenigstens 1-2 Promille im Kessel, eine kratzende Whisky-Voice und ein paar passend gestreute Waffengeräusche. War ganz nett, mach mal Lärm für die Jungs, ist vielleicht nicht so der krasse Shit, aber brrr, das klingt, als ob Chewbacca spricht. Ich wollte nur mal klarstellen, wer hier im Raum der Papa ist, ich den Rucksack vor diesem Tag ich will. Digga, du bist doch witzlos beim Hosten. Selbst ich wirke wie ein gelernter Komiker dagegen. Er kommt hier hoch auf diese Bühne, fängt so komisch an zu reden und will Yoshi dann belehren über Hosting-Qualitäten. Digga, was? Das ist echt so krass, du frecher Dax. Ich bin fresh as fuck und nur für dich steht es ab morgen in jedem Extrablatt. Lyriko, das Entertainment Ass ist zukünftiger Moderator von den Tagesthemen Bauer sucht Frau und wetten das? Yeah! Dann geh ich auf die BAB und fuck, denn ich krieg Cash on Mass. Verstehst du das? Okay, ja, ich seh's ein, du gibst auf die BRB im Fuck, kriegst dann Cash on Mass, Bauer sucht Frau, ja, das ist das, was zu deinem Leben passt. Was bist du für ein Moderator? Ich mach nochmal Bö-Bö-Bö-Bö, wie die von RTL um 12 und deine Mutter, ja, die erstes Mal mit 11. Wisst ihr was? Ich hab gar keine Lust mehr, Märchen mit dem hier anzukacken. Ich auch nicht. Lass mal die Hand anfassen, wir gehen ab an die Bar und lass den ganzen Ranz hier Jarambo machen. Let's go!